So, bei mir begrüße ich jetzt Rolf Schumacher. Er ist der zweite Vorsitzende des Gano Clubs Bergheim. Heute finden hier jede Menge Meisterschaften statt. Erklär uns noch mal ganz kurz, was heute hier genau passiert. Ja, wir fahren hier seit gestern. Gestern haben wir angefangen und heute leider bei etwas Schnellstromwetter unsere 11. Slalommeisterschaft, Jugend- und Schülermeisterschaft. Gleichzeitig ist es auch eine Bezirksmeisterschaft von Bezirk 4. Bezirk 4 ist Köln-Bonn Aachen. Die meisten kommen auch aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen. Der weit angereizteste kommt Hohen Limburg. Brohl ist der einzige Verein, der nicht aus Nordrhein-Westfalen kommt, aber das hat damit nichts zu tun. Normalerweise haben wir auch immer Gäste aus Holland, aber die haben leider heute in Holland eine eigene Veranstaltung. Sonst hätten wir noch ein paar Vereine mehr gehabt und ein paar Teilnehmer. Ne? Wie viele Aktive habt ihr denn in eurem Kanu-Club hier in Bergheim? Unsere Aktiven, wir haben momentan eine große Jugendgruppe von fast an 50 Schülern und Jugendlichen. Mitgliederzahl bewegt sich immer so ein bisschen rauf und runter, so um die 155, 160 Personen. Jetzt wird natürlich Sicherheit hier heute auch groß geschrieben, gerade wenn die Kleinsten ins Wasser gehen. Was ist da alles zu beachten? Was muss man da genau alles beachten, um jetzt, dass man so einen Wettbewerb durchführen kann? Sicherheitsvorschriften ist vor allen Dingen, alle müssen mit Stocksand fahren, alle müssen mit Schwimmwesten fahren. Das ist Pflicht. Bei den Schülern C, von den Kleinsten angefangen, da gibt es sogenannte Sicherheitsposten, die man vielleicht drüben erkennen kann. Die sind dann für die Sicherheit da, wenn da ein Schüler umgibt, der noch nicht rollen kann, um ihn dann schnellstmöglich aus dem Wasser zu fischen, er uns dann absäuft, wie man so schön sagt. Man hört ja im Hintergrund immer, wie die angefeuert werden, das gehört dazu. Das gehört einfach dazu, das macht jeder mehr oder weniger für sich. Der eine möchte angefeuert werden. Wir haben bei uns dieses Jahr auch zwei Nachwuchsfahrer. Da ist einer bei, der möchte überhaupt nicht angefeuert werden und gut, okay, dann lässt man das und lässt ihn halt fahren. Thema Sicherheit, ab wann lernt man die Rolle denn, dass man wieder aus dem Wasser sich hochbewegen kann? Und die zweite Frage ist, ist der Helm nicht dabei so ja eher hinderlich? Kann man nicht sagen, der Helm hinderlich, man gewöhnt sich dran. Wir vom Kanu-Club haben samstags im Winter wohl nur, hier in Bergheim kriegen wir für 2 Stunden das Hallenbad gemietet und da lernen wir halt mal unterm Dach. Mit mehreren, die das können, das wird ihnen vorgemacht und dann sollen die halt schön mal lernen, wie man da links rum oder rechts rum, jeder hat seine Schokoladenseite, wenn man rollen kann, ist dann nachher kein Helm, ist überhaupt nicht hinderlich. Okay, Rolf, ich danke dir erstmal. Gerne. Das weitere gibt es in der Sendung Sporttreff bei BMTV. Genau, da schauen wir weiter. Komm mal ein bisschen. Schon. Umschlag. Und hochziehen. Komm.